Jeder, der meine Videos schon länger kennt, schon länger guckt, der weiß, ich bin bekennender Speedglass-Fan. Ja? Und für mich ist es eine absolute Ehre und ein absolutes Vergnügen, dass ich auf meinem kleinen Kanal hier euch einen Speedglass-Helm vorstellen darf, der neuesten Generation Generation 5, der G502 von Speedglass. Und mir wurde der Helm zur Verfügung gestellt, noch ein zweiter Helm, den werde ich euch die nächsten Wochen vorstellen, beide zusammen, das wäre viel zu viel. Und der Mitarbeiter, der mir den Helm vorbeigebracht hat, der hat mir den hingestellt und hat gesagt, pack ihn aus, lass ihn einfach mal auf dich wirken und ich sage einfach mal nichts. Und ich habe ihn wieder eingepackt und ich möchte diesen Moment mit euch zusammen nochmal erleben, weil das ist einfach beeindruckend. Ja? Und dieser Helm ist was ganz Besonderes, ihr werdet staunen. Pack den einfach mal aus und sage nichts dazu. Und ich glaube, ihr seid jetzt genauso beeindruckt, wie ich es war. Der Helm ist einfach bildschön. Der sieht vom Design, vom Style her so gigantisch gut aus. Gleichzeitig fällt natürlich auf, der Helm hat eine runde Kassette. Ich darf euch hier präsentieren, das ist die erste runde bzw. gerundete Kassette, Schweißfilterkassette der Welt. Das ist natürlich was ganz Besonderes und bietet gigantisch viele Möglichkeiten. Ich glaube, in 10, 20 Jahren wird das normal sein, dass solche Filterkassetten gerundet sind. Die Innovation, ja, genauso wie das Erfinden überhaupt von solchen Automatikkassetten, kommt mal wieder von Speedglass. Das Ganze sieht vom Design her nicht nur gigantisch gut aus und hat eine runde Kassette mit einem sehr guten Sichtfeld. Das Ganze ist auch zuckerleicht. Also es fühlt sich an wie ein Hauch von nichts. Und ich habe extra mal meinen 9100, meinen alten Speedglass-Helm hergeholt. Und wie gesagt, der ist 12 Jahre alt, der funktioniert immer noch. Ich sage immer spaßeshalber, das ist der günstigste Helm, den ich habe. Weil wenn man 12 Jahre, ich habe so ungefähr 300 Euro damals dafür bezahlt, sind 25 Euro pro Jahr. Ja, wie gesagt, funktioniert immer noch. Und man sieht aber natürlich den Unterschied. Wenn man das Sichtfeld hier sieht, das ist, glaube ich, 75 mal 40 und dann hier. Ja, hier braucht man gar nicht mehr mit einer Größe anfangen. Man hat nur noch Sichtfeld. Egal in welche Richtung man mit dem Auge gucken kann, man hat nur noch Sichtfeld, wenn der vernünftig sitzt. So, und was möchte denn der Schweißer? Der Schweißer möchte ein großes Sichtfeld haben, möchte eine perfekte Sicht auf den Prozess haben. Dafür haben wir hier Natural Color. Ja. Es gibt dann viele, die sagen Real Color. Speedglass nennt das Natural Color. Und da kann man wirklich richtig gut auf den Prozess gucken. Wir haben hier eine Verdunklungsstufe von 2,5, wenn er nicht verdunkelt. Wir haben eine Eye Protection Funktion, das heißt, auch wenn ich dann irgendwo die Kassette nicht gehen sollte oder dergleichen aus irgendeinem Grund nicht auslösen sollte, was bei dem Helm eigentlich nicht möglich ist, trotzdem wären die Augen geschützt. So, dann geht es natürlich darum, der ist schon leicht, ja, der ist noch mal leichter. Gigantisches Sichtfeld und mit der Leichtigkeit, ja, mit der Leichtigkeit fängt natürlich auch der Komfort an. Das heißt, ich habe hier drin ein Kopfband, das wirklich alle Einstellungen möglich macht. Und Leichtigkeit und natürlich, dass ich hier alles einstellen kann. Speedglass oder 3M sagt so schön von wegen, der Helm, du passt dich nicht an den Helm an, der Helm passt sich an dich an. Also ich kann das alles einstellen. Ich kann den Abstand einstellen, wenn ich hier die Frage habe, von wem kann ich da unter eine Brille tragen? Dadurch gar kein Problem. Die Frage ist, wie groß ist die Brille? Ich kann das Ganze vor- und zurückschieben. Ich kann dieses Kopfband individuell hier einstellen. Das bietet alle Möglichkeiten und bietet auch einen richtig guten Komfort. So, und gleichzeitig habe ich halt auch, dass die Kassette durch diese Rundung, dass die näher an das Zentrum des Kopfes ranrutscht, ja, weil ich natürlich eine Rundung habe und dadurch verlagert sich das Gewicht natürlich mehr auf den Mittelpunkt des Kopfes und dadurch erhöht sich natürlich auch noch mal wieder unwahrscheinlich der Tragekomfort und dadurch kann ich dann
Helm wirklich auch nochmal tragen. Also den merkt man nicht, das ist wirklich ein Hauch von nichts. Man hat hier hinten diese Universalverstellung, ja, und da gibt es auch noch zig Zubehörvarianten für. Das ist wirklich ein Träumchen. Also wenn ihr irgendwo mal die Möglichkeit habt, euch so einen Helm aufzusetzen, ja, dann probiert das einfach mal aus. Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis. So, und ich habe hier links und rechts einen Riegel, ja, die schiebe ich einfach hoch und dann kann ich hier diese ganze Kassette entnehmen. So. Und da haben wir das gute Stück. Und jetzt sehen wir diese Krümmung nochmal richtig, richtig gut. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe den Helm jetzt hier draufgelegt, von wegen, das ist alles kratzfest. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Trotzdem, es ist ein nagelneuer Helm, ja. Dann habe ich den auf diesen schönen Beutel, der da mitgeliefert ist, draufgelegt. Man sieht jetzt hier, ich das hier ist meine Styropor. Kopf und dann kann man sehen, wie schön der Helm sich eigentlich der Rundung des Kopfes anpasst. Und jetzt kann ich ja wirklich hier einstellen, wie weit der vom Kopf weg ist. Ja, und wenn man das dann mal vergleicht, ich habe hier mal von so einem großen, ja, wo man diese Helme hat, die heute so ein ganz großes Sichtfeld haben, dann sieht man das hier mal, ja, sieht man links und rechts. Was ich dann auch da für einen großen Abstand habe, schon alleine durch die Geometrie des Kopfes, sage ich mal, durch die Nase, die ein bisschen vorguckt, beim einen mehr, beim anderen weniger, habe ich hier doch einen großen Abstand. Und ich erreiche natürlich auf gar keinen Fall oder nur ansatzweise dieses riesen Sichtfeld. Wenn ich das dann erreichen wollte, dann müsste ich das sogar noch in der Breite machen, ja, dann hätte ich auch noch nicht das Sichtfeld und dann hätte ich ja hier schon solche riesen Abstände. Und dann müsste der Helm natürlich dementsprechend auch immer und immer weiter aufbauen. Also das ist schon eine richtig geniale Sache. Ich habe hier drin noch extra, hier natürlich eine Vorsatzscheibe drin. Und in diese Vorsatzscheibe, da habe ich hier so Arretierungen an der Seite, da kann ich noch eine Vergrößerungsscheibe einsetzen. Kann man als Zubehör kaufen. Und das Ganze ist beschlagfrei. Das heißt, ich habe es einfach mal ausprobiert, weil ich dachte, naja, irgendwie, wenn du jetzt richtig heiß reinatmest, ne, und ich habe es wirklich mal 5 Minuten versucht, ich kam mir schon vor wie so ein Trottel, du schaffst es nicht, dass diese Scheibe beschlägt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wer kennt das nicht, gerade wenn es jetzt im Sommer warm wird oder wenn es im Winter auch arschkalt ist und man schweißt irgendwo, ne? Man atmet aus von wegen und ratzfatz beschlägt diese Scheibe. Kann dir hier mit der Scheibe garantiert nicht mehr passieren. So, der Helm an sich, man könnte den theoretisch auch als Schleifhelm machen, aber ich sage mal als Schleifhelm nehmen. Aber jemand, der so einen Helm hier als Schleifhelm nimmt, der gehört für mich geschlagen. Aber es wäre theoretisch möglich. Wie gesagt, hier außen die Scheibe kann man auch ganz normal wechseln. Und ich sage mal, auch so sieht das stylisch natürlich richtig, richtig gut aus. Wir gucken uns hier mal kurz die Einstellung an. Ich habe hier Verdunklungsstufen von 8 bis 12. 2,5 hat er normal. Und ich habe hier die Möglichkeiten, die Sensibilität einzustellen und die Delay. Das heißt, die Sensibilität, wie schnell er verdunkeln soll. Ja, und Delay ist dann einfach, wie lange er braucht, wieder aufzuhellen. Das habe ich hier so diese Basiseinstellungen. Ja. Ich kann das Ganze hier auch ausprobieren. Und ich habe hier die Möglichkeit, auf Bluetooth zu gehen. Ja. Da habe ich eine App für diesen Helm. Der Helm connectet sich mit der App. Und ich kann hier Einstellungen, ja, zum Beispiel Wickschweißen, Dünnblech, kann ich dann hier die 8 nehmen, nehme hier, sage ich mal, vielleicht die 3 und hier die 4 und dann kann ich mir diese Einstellung abspeichern. Ist eine nette Spielerei, ob man es wirklich braucht, ist natürlich jedem immer selbst überlassen, aber die Helme haben das jetzt schon, ja. Und ich zeige euch die Tage noch mal einen anderen Helm, da macht das noch viel mehr Sinn, weil der noch viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, ja. Aber hier, wie gesagt, kann man das Ganze richtig schön sich für eine spezielle Arbeit und man kann es dann, man könnte sich diese Einstellung natürlich auch merken, aber man kann sich dann hier zum Beispiel Wick Dünnblech oder Wick starkes Material. Der Helm ist übrigens dann auch für sehr kleine Ströme, zum Beispiel 15 oder 20 Ampere, bestens geeignet. Der Helm ist aber auch geeignet, um dann wirklich
Mack zu schweißen, Elektrode zu schweißen, Mack schweißen mit einem richtig starken Strom von, was weiß ich, 200, 250, 300 Ampere, kann der alles. Aber so, hauptsächlich ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Helm, mit dem man wegschweißt. Ich wäre jetzt auch nicht so jemand, der mit so einem bildschönen Helm Elektrode schweißt. Klar, kann man alles machen.